Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Steibenbock, zu deiner ersten spirituellen Legung 2023 von Januar bis März. Wir machen die dreimonatartig, denn in der Welt der Energien, mir fällt das heute nicht mehr ein, du bist nämlich der Letzte. Nein, nicht das Letzte, sondern nur der Letzte. Und es ist schon spät. Also in der Welt der Energien, fällt mir das jetzt nicht ein, das Wort, geht alles schneller. Also sind diese Probleme, die du jetzt hast, auch viel schneller gelöst, wenn du möchtest. So, gut, deine Hauptenergie legen wir hier drauf. Dann haben wir deine erste Karte. Und die erste Karte sagt uns, deine Manifestation, der du jetzt begegnest. Also Begegnung deiner Manifestation. Und da haben wir einen Neuanfang. Das heißt, du begegnest jetzt die nächsten drei Monate deinen Neuanfang, den du dir manifestiert hast. Geistige Welt war das Wort, das weiß ich es wieder. In der geistigen Welt geht alles schneller. Also du hast dir in der geistigen Welt, geistig, spirituell, einen Neuanfang geschaffen, den du jetzt eben erlebst. Die zweite Karte heißt die Göttlichkeit in dir und ist gleichzeitig dein Stirnchakra. Die Göttlichkeit in dir, Stirnchakra, weil da eben deine Potenziale deine Intuition, das große Ganze verstehen, das ist alles im Stirnchakra und auch alle deine Gaben, hell sehen, hell hören, hell schieß mich tot. Und darum heißt das hier das Göttliche in dir. Und das Göttliche in dir ist öffentlich, also weit, vielschichtig, auf, so dass alles im Grunde rein kann. Okay, das ist der Neuanfang, dass du das große Ganze verstehen, ist ja in dem Stirnchakra drin. Und jetzt wird dein Stirnchakra weit. Also fängst du an, wirklich die ganzheitlich von Menschen, der als Mensch in der Materie lebt, der aber auch geistig lebt und vor allem erst geistig festlegt, was dann in der Materie zu sehen ist. Das wird ja jetzt alles hier weiter, öffentlicher, für dich zugänglicher. So, es fließt die Gesundheit in dir und das ist sehr gut, denn diese Karte liegt normalerweise, die siehst du jetzt nicht, auf Platz 34 und der Platz 34 heißt in sich ruhen. Das heißt, dass es jetzt zu fließen anfängt bei deinem Neuanfang, ist sehr gut für dich, weil du dich dort wohlfühlst. Also dieses Fließen macht dir ein gutes Gefühl. Dann kommen wir zur vierten Karte und das ist wieder ein Chakra, und zwar dein Sakralchakra oder Sexualchakra, wie immer du es nennen willst, heißt All eins in dir, denn im Sakralchakra ist dein Selbstwert drin, deine Bedürfnisse drin, deine Wünsche drin und also alles, deine Grundlagen für dein Leben und vor allem alles, was du möchtest als Mensch, als Bewusstsein und als Seele. Und darum all eins in dir. So, und hier haben wir ganz groß Selbstbestimmung. Und diese Karte ist auch eine spirituelle Karte, liegt auf Platz 32, siehst du jetzt auch nicht, und heißt das Unterbewusste. Das heißt, dir wird alles, was du unterbewusst bis jetzt abgelegt hast, unterdrückt hast oder gar nicht wirklich raufkommt, kommt jetzt in dein Bewusstsein. Und das hängt hier von dem, weil hier alles zu fließen anfängt bei dir. Denn dein Stirnchakra ist ja das zweite Chakra und ich zeige dir das mal ganz schnell, dass du das besser siehst. Hier ist das Stirnchakra, das ist das hier, und das Sakralchakra ist da unten. Das heißt, es muss hier alles zu fließen anfangen, dass das hier gut durchblutet ist, hätte ich jetzt gesagt, also durch Energien, durchflutet ist, und das es jetzt so zu fließen anfängt, muss die Verbindung von da nach da natürlich auch stimmen. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Und es kommt eben unterbewusste Sachen raus. Muss nicht immer gut sein, kann aber sehr gut sein. Mal gucken.
Dann haben wir den fünften Platz und der fünfte Platz heißt einfach das Leben. Und zwar, weil man, du als Mensch, wie schon gesagt, hier lebst als Mensch in der Materie. Alles, was du auf der geistigen Ebene erschaffst, siehst du später in der Materie, zeitversetzt immer. Und das ist dein Leben, was du als Mensch erlebst, was halt momentan wichtig für dich ist, aufgrund des Neuanfanges, den du ja vorher schon impliziert hast, angestoßen hast und jetzt erlebst. Und hier liegen eben Gespräche. Das heißt, man tauscht sich aus, heißt aber auch, dass sich deine Chakren jetzt hier gut austauschen. Denn es fließt in dir die Gesundheit, es fließt in dir in dich ruhen, du fühlst dich wohl, so dürfen deine Chakren schön fließen, tauschen sich aus. Und was du, vor allem auch unterbewusst, vergiss es nicht, dass du einen großen Überblick kriegst über dich selbst, über deine geistige Welt, was sich im Leben wieder umschlagen wird. Dann haben wir hier Blindflecken, die jeder Mensch hat. Okay, dein Blindfleck ist deine Sicherheit. Kann ich gut verstehen, denn jeder Mensch hat ein Sicherheitsbedürfnis auf irgendeine Art und Weise. Der eine drückt es in Geld aus, der andere in Eigenheim, der dritte in vielen Kindern oder. Also irgendetwas, der Mensch braucht, also der reine Mensch ohne Seele, also der reine mechanische Mensch, der du ja wahrscheinlich auch schon mal lange Zeit warst, ohne zu wissen, dass du mehr bist, braucht immer eine Verwurzelung, eine Sicherheit. Und das ist dein Blindfleck, dass auch du irgendwo eine Sicherheit brauchst, die sich dann wahrscheinlich oder vielleicht störend einwirken könnte. Aber das werden wir noch sehen. Und dann haben wir, und dieser Platz ist auch sehr interessant, denn da heißt, der körperliche Ausdruck deines spirituellen Seins. Oh, Blindfleck. Da ist der Blindfleck. Dein Blindfleck liegt im körperlichen Ausdruck. Jetzt schauen wir mal, wie kann man denn das körperlich ausdrücken? Der Körper braucht Sicherheit, die du aber nicht weißt. Wie könnte sich sowas im Leben auswirken? Werden wir bestimmt sehen. Auf jeden Fall ist dein Sicherheitsbedürfnis, was du körperlich ausdrückst, dein Blindfleck. Wir werden noch gucken, genau was das ist. Hier haben wir die achte Karte und die heißt, nutze deine Kraft und ist wieder ein Chakra und zwar dein Solarplexus-Chakra. Denn dort entsteht deine Kraft, deine Leidenschaft, deine Macht ist da beheimatet und deine Kraft liegt in deiner Manifestation. Und das ist eine richtig, was richtig Schönes. Denn die Manifestation liegt eigentlich hier. Das heißt, begegne deiner Manifestation des Haus und deine Kraft liegt in deiner Manifestation. Das heißt, du kannst leicht das, was du möchtest, sichtbar auf die Erde bringen. Also du hast da wenig Umwege, wenig Störungen, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal erst. Ja, okay. Da liegt der Platz heißt, deine Natur erkennen. Und zwar, was du wirklich bist. Und hier heißt es im Grunde, du bist ein Familienmensch. Du brauchst Familie. Du brauchst Zweisamkeit, Dreisamkeit, Fünfsamkeit, wie immer du das nennen willst. Du brauchst Geborgenheit und ich vermute mal, dass da auch dein Sicherheitsdenken mit drin steckt in der Familie. Vermute ich jetzt bloß, weil eben du ein Steinbock bist und der Steinbock wirklich dieses Familienthema hat. Du siehst, du möchtest also für deine Familie manifestieren. Du bist ein Familienmensch, darfst das erkennen. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich den Faden vorhin verloren hier. Hier kommen spontane Energien. Ah, okay. Und das sind schon mal Angst. Und das hat mit dem Sicherheitsdenken zu tun. Und zwar bekommst du immer wieder spontan, unregelmäßig, ohne Vorwarnung praktisch, Angstgefühle, Angst. Gedanken und nicht, oh, ich habe jetzt Angst, es kommt der schwarze Mann, sondern Probleme wälzen, weil man sich Sorgen darüber macht. Das alles hängt in Angst drin. Und Angst ist das Problem, hemmt. Angst wirkt sich immer auf das Wurzelchakra aus, das hier liegt.
Weil das Wurzelchakra ist ja dein Grundstock. Der liegt hier drin. Und Angst wirkt sich immer hier aus. Da wahrscheinlich ist hier nicht ein Fehler, sondern etwas Störendes mit drin. Das werden wir noch sehen. Aber du hast die nächsten Wochen mit störenden Energien, mit spontanen Energien, die Angst erzeugen, immer wieder zu tun. Und hat natürlich mit deiner Manifestation, mit der Versorgung deiner Familie zu tun, mit der Gesundheit deiner Familie und so weiter. Okay. Gesprochenes Fühlen. Und da liegen Nachrichten drin. Und diese Nachrichten sind versimbelichen, es ist das Bild des Halschakras. Und das Halschakra ist die Kommunikation. Also, da haben wir schon mal ein Problem. Denn du hörst das Gesprochene, das ist auch der Ausschlag, dass du Angst bekommst für die Familie, weil du im Grunde ein Familienmensch bist, die dir Familie sehr wichtig ist, und kannst das Gesprochene nicht mehr fühlen, weil diese Angst das wirklich Gefühlte überlagert. Das heißt, dein Unterbewusstsein nimmt diese Angst auf und hat die wahrscheinlich auch abgespeichert. Da das jetzt alles fließt, merkst du das wahrscheinlich ganz schnell auch durch Gespräche, dass dich solche Nachrichten, die dich auf irgendeine Art und Weise in Panik versetzen oder in Angst versetzen, spontan blockieren. Also dein Halschakra kann das Gesprochene nicht übersetzen, weil unser Halschakra ist gleichzeitig die Übersetzungsmatrix, das muss ich dir jetzt wieder so erklären, das ist Grundchakra und Stirnchakra und da ist ja mehr das Geistige. Hier kommt ja die Verbindung zu deiner Quelle und eben die Intuition, deine Gaben und so weiter, das ist alles geistig. Und das kommt hier in das Stirnchakra, da geht es dann rein. Und die geistige Welt, die Energiewelt hat keine Sprache. Die hat bloß Eindrücke oder Bilder oder Gefühle oder. Und das Halschakra übersetzt das hier, was hier gesagt wird, für dich, dass du es hier verstehst. Also in ein menschliches Verständnis um. Wenn dieses Halschakra jetzt gestört ist durch Angst, stimmt die Übersetzung nicht mehr, weil die überlagert wird durch diese Angst. Oder gestört wird, die Übersetzung ist falsch, oder. Du kannst, die Halschakra kannst nicht mehr einwandfrei, ohne der Angst zu dir bringen. Das heißt, du verlierst hier eine Klarheit. Das hier fließt hier schön bei dir. Das heißt, also hier fließt es schön, aber dein Halschakra hat das Problem, dass es nicht mehr 1:1 übersetzen kann. Dass es immer diese Angstgefühle, diese Angstemotion, die spontan in dir besteht, mit einbezieht und die ganze Nachricht, die zu dir kommen soll, verfremdet. Darum zieht man auch verkehrte Rückschlüsse. Und das Ganze, bin ich mir ziemlich sicher, kommt durch ein absolutes Sicherheitsbestreben. Da du so auf Sicherheit, auf irgendeine Art und Weise, die ist dir wichtig, daher kommt dann die Angst, weil das hier so stark ist, um Gottes Willen könnte ja kommen, hier liegt das Unterbewusstsein, was damit mit rein funkt und das Unterbewusstsein weiß diese Angst. Darum kommen diese Angstgefühle und diese Nachricht, die eigentlich, die Nachricht kommt schon, aber sie wird verfälscht, verwässert. Sagen wir es mal so. Dein spirituelles Tun. Ja, okay. Das heißt, du bist jetzt aufgefordert, diese Angst, dieses Sicherheitsgefühl, was dein Blindfleck ist, wo du dir nicht klar bist drüber, zu transformieren. Denn wenn du durch dieses Sicherheitsgefühl nicht, also wenn du das
transformierst und dir klar machst, dass du sowieso immer sicher bist, denn du gestaltest dein Leben, hast du hier gemacht und es fließt ja gerade. Und dass dir gar nichts passieren kann, weil du selbstbestimmt bist. Wenn du dir das klar machst, kannst du das hier transformieren und dann taucht auch wahrscheinlich diese Angst nicht mehr auf. Die gehört dringend transformiert. Gut. Dann haben wir das Haus der Weisheit und deine Weisheit siehst du im Leben. Also, du hast eine große Weisheit, einen großen Hang zur Wahrheit, die du jetzt anfängst im Leben zu sehen, obwohl du hier Blindflecken hast, kommt die trotzdem. Und die niederen Schwingungen machen den Sohn. Und der Sohn ist jetzt nicht dein Sohn, der deine niedere Schwingungen macht, außer du hast gerade Probleme mit ihm. Kann schon sein, dass der immer kurzzeitig niedere Schwingungen macht, aber um das geht es hier gar nicht. Es geht hier, das ist dein junges, männliches Ich. Ob du jetzt Mann oder Frau bist, ist vollkommen wurscht. Weil jeder Mensch hat männliche Anteile und weibliche Anteile. 50-50. Welches Geschlecht du hast, entscheidet dann wieder was anderes. Aber du hast beide Anteile zu gleichem Maßen. Und dein männlicher Anteil, der Sohn, also ist eine Unreife, darum ist er als Sohn da. Das heißt, du hast eine unreife männliche Seite, die, und das ist das Problem, wenn Kopf durch die Wand will, was nicht überlegt, was sie tut, was das Unterbewusstsein sagt, oh, das ist ganz schlimm, und dann sieht er das ganz schlimm. Der denkt nicht drüber nach. Stell dir einen 16-Jährigen vor, den du reizt, der Angst kriegt und der, also nicht keiner ist, der wegläuft, sondern der sich seiner Gefahr stellt. Weil du bist ein Steinbock, du stellst dich. Sagt auch der Sohn, also diese männliche Seite der Karte, sagt, er stellt sich. Das heißt, er kriegt hier Angst, er sieht seine Sicherheit bedroht. Und was macht ein 16-Jähriger? Der stellt sich doch ganz anders wie ein Erwachsener seinen Problemen. Der will mit dem Kopf durch die Wand, der hat noch das Gefühl, ich bin der König der Welt und kann alles. Das hat man mit 16, das ist alles ganz normal. Und das lebt noch mehr in dir. Also du bist, deine männliche Seite ist nicht gereift und reagiert wahrscheinlich aggressiv, weil es eine niedere Schwingung gibt. Oder er läuft davon. Oder er sagt, will ich gar nicht hinschauen. Oder, wie auch immer. Und das zieht dich runter. Das ist aber auch dein Blindfleck, dass du... ja, vielleicht Sachen gibt es, besonders wenn es um deine Sicherheit geht, nicht hinschauen willst. Du willst nicht unsicher sein und darum schaust du da nicht hin, das passt schon. Hast aber, da du nicht hinschaust, dass das dein Blindfleck ist, immer wieder, ja, vielleicht sogar, wenn es hochkommt, Angstattacken. Auch das liegt hier drin. Denn das ist, der Blindfleck ist der körperliche Ausdruck und das ist mit Sicherheit diese Angst. Und das wird sichtbar in deinem Leben, dass du hier eben, wenn du hinschaust, immer auf das Gleiche, was auf irgendeine Art und Weise deine Sicherheit betrifft, panisch, ängstlich oder aggressiv, je nachdem, reagierst. Das wird dir jetzt gezeigt. Gleichzeitig ist das ja kein Problem, das hast du ja bis jetzt so gemacht und jetzt wird dir es bewusst, es wird dir gezeigt. Und dann kannst du einfach machen, dass du diese männliche Seite an dir reifen lässt, erwachsen werden lässt, indem du, keine Ahnung, gucken wir mal, ob das hier steht, wie der beste Weg ist. Ich weiß Wege, aber jetzt lassen wir mal das mal erstmal gucken. 15 haben wir den Platz der Intuition, der Inspiration. Und die liegt im Leben. Und im Leben liegen Gespräche. Das heißt, du kriegst deine Intuition immer durch Gespräche, durch Denken, durch Lesen, und immer spontan. Also die kommen immer ganz schnell, aber kommen eben durch Gespräche oder Lesen oder Hören. Also irgendwas im weitesten Sinne mit Kommunikation zu tun hat. Bekommst du deine Intuition und hier steht, du vertraust denen eigentlich. Also da bist du eigentlich ziemlich gut, weil deine Kraft ist auch die Manifestation, die du wirklich ganz schnell umsetzen kann. Also du traust deiner Intuition. Dann haben wir den Platz Klarheit bekommen und ja, das sind offizielle Personen.
Und das Offizielle ist immer menschlich, also immer erdlich. Hat nichts, hat, ist, also das keine meine offiziellen Personen hier sind immer von der Erde geprägt, von Menschen geprägt. Und da kommt auch diese Angst, siehst du? Die Angst, nicht selbstbestimmt zu sein. Hier ist, du möchtest Klarheit bekommen über ganz offizielle weltliche Sachen. Das ist jetzt hier, weil es dir genau das Angst macht, weil es deine Sicherheit bedroht. Du weißt aber noch nicht wie. Das ist dir noch unbekannt. Mal gucken, ob wir das auflösen können. Veränderung im Denken und Fühlen, was eigentlich daraus resultiert, da liegst du selbst. Ob du jetzt Mann oder Frau bist, ist wurscht, du liegst da drin. Das heißt, du bist jetzt selbst von dir aus bestrebt, dein verändertes Fühlen und Denken, was aus diesem Resultat, aus diesem, was da sichtbar wird, wirklich auch zu vollziehen. Du möchtest aber auch weltlich als Mensch wissen, wie mache ich das denn hier? Also spirituell ist das weniger Problem, denn du brauchst bloß deine männliche Seite erwachsen werden lassen. Mal gucken, ob das noch steht. Dich dem stellen, wo du nicht hinschauen willst, und das transformieren, dann verschwindet diese Angst, diese spontane Angst. Und du kannst dann wieder in dich ruhen, weil du hast nämlich ein Problem, in dir zu ruhen, wenn diese Angst, Gedanken, Angst, Gefühle, Panikattacken, je nachdem, wie schnell, wie ausgebreitet das bei dir ist. Es kann wirklich ganz leicht sein, diese Ängstlichkeit. Es kann aber auch ganz schwer sein. Das ist bei jedem anders. Das musst du ausräumen, um das auch zu verstehen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben nämlich hier dein Wurzelchakra. Da, wo deine Sicherheit, deine Stabilität drin ist und da du hier Sicherheitsdenken hast und hier Angst, dürfte die nicht so toll sein. Das Fülle in deinem Leben, Geborgenheit und so weiter. Genau. Und da machst du dir Gedanken. Also, du merkst schon, dass deine ganze Verwurzelung nicht mehr so passt, nicht mehr gegeben ist. Obwohl hier alles fließt, merkst du, es stimmt etwas nicht. Warum habe ich hier Angstattacken? Dieses Haus ist gleichzeitig das Haus deiner Begleiter, deiner Engel oder was auch immer du hast, da dir die Grundstock ist für dein Leben. Also du kommst zwar als Baby alleine auf die Welt, aber du hast all deine Begleiter, Schutzengel oder so oder was, seit Geburt bei dir und wahrscheinlich auch schon vor der Geburt. Die sind immer da und darum liegen die auch hier drin. Und hier, da das im Wurzelchakra ist, machst du dir wirklich Gedanken über deine Verwurzelung, ob das noch alles so passt. Weil du kriegst hier Nachrichten vom Halschakra, was dir auch zeigt, dass du durch Nachrichten Angst hast. Das alles siehst du. Also dir wird hier einiges bewusst. Und das kommt schon daher, weil hier was zu fließen anfängt. Wird dir hier einiges bewusst. Du merkst einiges. Das ist das Haus des Zufalls und des Schicksals. Gibt es nicht, weiß ich. Habe ich nur so genannt, weil es einfacher, weil es jeder versteht. Es ist aber für mich das Haus, das musst du jetzt tun. Da kannst du jetzt nicht vorbei, das kannst du auch nicht mehr wegschieben. Das ist jetzt das, was du tun musst. Und zwar das Wiederkehrende. Und das ist jetzt auch ganz logisch. Dir wird klar, du siehst im Leben, dass du hier etwas nicht hinschauen willst, dass du auf eine Art Unreife in dir hast, der nicht weiter gewachsen ist, der da stehen geblieben ist. Dein männlicher Aspekt ist da irgendwo stehen geblieben. Weißt du nicht, kannst du nichts dafür. Ja, kannst schon was dafür, aber es ist uns alle nicht bewusst gewesen. Also musst dich da nicht ärgern. Ist halt so, haben ganz viele. Und weil du eben merkst, es fängt zwar zu fließen an, es wird schön, und trotzdem kommen immer wieder diese Angstattacken, diese Gedanken, diese Sorgen zu dir. Und habe ich da gerade erklärt. Und das musst du jetzt ändern. Es geht immer um das, was wiederkehrend ist. Also irgendwie nicht ein ganz, ganz, ganz neues Problem, was du jetzt kriegst, sondern wirklich Probleme, die in ihrer Art und Weise immer Angst machen und immer wiederkehrend sind. Das ist jetzt ganz wichtig. Dann haben wir den äußeren Einfluss, das ist der große Erfolg, der auch sichtbar ist. Also du hast durch das, was hier fließt, du hast hier einen Neuanfang, irgendeinen Erfolg gehabt oder du siehst in außen einen Erfolg, wo du hin willst, und
der ist das, der dich beeinflusst, der das menschliche Denken immer wieder vorrangig werden lässt. Dieses materielle Denken, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, überhaupt nicht abwertend. Ich finde materielles Denken gut, weil wir Menschen sind, wir sind Materie, also muss ich materiell denken. Aber du hast hier beides. Du hast wiederkehrenden Erfolg, den du auch siehst. Das ist ein äußerer Einfluss und trotzdem passt es nicht. Also der große Erfolg oder der Erfolg an sich, den du hattest in der Vergangenheit, überdeckt dein Problem. Und darum siehst du es nicht, weil du ja das, was du möchtest, auch Erfolg hast. Du kannst nämlich gut manifestieren und trotzdem ist das da. Ja, es ist gut, aber auch störend. So, jetzt haben wir hier deine bewusste Verbindung zu deiner Quelle. Und das ist gleichzeitig das Kronenchakra. Und da liegt jetzt dein Weg gehen drauf. Und das ist sehr, sehr schön. Das heißt, du kannst erfolgreich deinen Weg gehen. Tust du auch, und das kommt auch wieder. Das heißt, du hast in deinem Leben einen gewissen Erfolg. Der muss jetzt nicht ganz groß sein, der kann bloß so groß sein, das ist vollkommen wurscht, aber du hast einen gewissen Erfolg in deinem Leben und kannst deinen Weg gehen. Und aber bist auch schön angebunden, das sagt ja auch schon das hier. Und trotzdem merkst du, dass hier was nicht passt. Und das kommt eben vom Sicherheitsdenken, von deiner Verwurzelung. Da musst du Wurzelzacker, da musst du was tun. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Durch inneres Gefühl wissen. Und das muss ich immer verdeutlichen, was das heißen soll. Es gibt so, bei einem mehr, beim anderen weniger. Bei einem ausgeprägter, beim anderen nicht. Aber jeder kennt das. Dass er aufsteht oder irgendwas erlebt und er jetzt ein gewisses Gefühl hat. Das wird gut, das ist schlecht, oder. Und das kannst du jetzt merken, wirklich bewusst merken, wenn du es förderst, oder jetzt kann man so vorbeihuschen. Aber wenn das dann passiert, ob jetzt gut oder schlecht, stehst du und dann sagst, habe ich gewusst, dass das genauso geht. Und genau das meine ich, dieses durch inneres Gefühl wissen. Das ist das, was ich meine. Und das ist bei jedem auch, das ist bei jedem da, aber mehr oder weniger ausgeprägt. Und da liegt eigentlich deine Kraft drin. Siehst du das? Da liegt eigentlich deine Kraft drin, denn das ist deine Intuition, die auch hier liegt. Das heißt, du hast ein sehr gutes inneres Wissen. Du darfst dem vertrauen. Und siehst du, was du magst hier? Du hast eine gute Intuition, du hast ein gutes inneres Wissen. Aber du bekommst die Klarheit nicht auf die Erde, was als Mensch passiert, um dich herum passiert, offiziell passiert. Da bekommst du immer Angst und eben keine Klarheit. Das ist ja die Klarheit bekommen. Da hast du ein Problem. Anstatt da intuitiv drauf zu schauen, also dieser Intuition zu vertrauen, das ist gut und das ist schlecht. Das musst du nicht gleich lösen können. Aber wenn du dir selber vertraust, deinen inneren, durch das innere Gefühl wissen, und du weißt, der ist doof, und da können noch so viel andere Menschen sagen und zujubeln, und das ist der Höchste und der Beste und der Schönste, und die können noch so viel, was weiß ich, Koryphäen und Wissenschaftler und Leute, die das ja ganz genau wissen, erzählen, wie toll der ist, wenn dein inneres Wissen ist, das stimmt nicht, dann ist es so, und denen solltest du dringend vertrauen, dann tust du dir da auch leichter. So, dann haben wir störende Einflüsse. Genau, ich weiß hier genau, was hier liegt. Störende Einflüsse ist dein Angebundensein. Deine innere Kraft, dein Angebundensein, was hier schön fließt, sagt dir ja, was ist. Aber als Mensch, weil hier liegst du ja in Veränderung, in Denken und Fühlen. Da liegst du aber als Mensch, als Körpermensch drin, der hier Angst hat, der kann sich nicht verändern. Und darum kannst du deine Intuitionen auch nicht wirklich vertrauen. Hier heißt es auch, und das muss ich dir auch noch sagen, dass hier Verbindungen online, WLAN und so weiter dir auch nicht gut tun. Wollte ich dir jetzt bloß sagen, die tun dir nicht gut. Also Handys weit weg und so weiter. Also
da, was du was magst, wäre auch nicht schlecht, weil das störende Einflüsse sind. Aber dich stört eigentlich deine Intuition. Du nimmst sie zwar her, um dein Leben zu gestalten, weil du auch da die Intuition hast, das klappt nicht, darum hast du auch den großen Erfolg. Aber sobald es um offizielle Sachen geht, wenn jetzt eben ein Mensch, ein offizieller Mensch sagt, das ist jetzt braun und du siehst das grün, dann möchtest du diesen offiziellen Menschen glauben, weil du sonst deine Sicherheit verlierst. Und darum stören deine Intuitionen. Da musst du mal drüber nachdenken, diesen Zusammenhang, der hier ist. Dann haben wir dein Herzchakra. Deine Seele, deine Liebe, dein Leben und so weiter. Und dein Herzchakra liegt materiell drauf. Also das ist jetzt nicht nur Geld, das ist einfach materielle Sachen. Und nochmal, wir sind Menschen. Und wir dürfen materiell denken. Wir müssen sogar materiell denken, weil ohne Materie, ohne Geld, ohne Haus oder Wohnung oder was weiß ich was, Zelt, können wir nicht leben. Wir erfrieren, wir verhungern oder. Also, und das heißt nur Materie denken, die Materie. Dein Herzchakra ist sehr verbunden mit der Materie. Ist wieder ganz logisch. Du bist ein Familienmensch, du möchtest Sicherheit, auch für die Familie. Offizielle Sachen müssen stimmen, weil das so irgendwie dein Anker ist. Und da muss die Materie muss stimmen, die ist dir wichtig. Und das ist ganz klar und das ist überhaupt nichts Negatives. Ich finde das immer doof, wenn die Leute sagen, ja, bist so materiell. Es wäre negativ, wenn du sagst, ich brauche jetzt 15 Autos. Oder ich brauche jetzt noch ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus, weil ich mich sicher fühlen muss. Und noch mehr Geld, weil ich mich sicher fühlen muss. Dann wird das schädlich. Ja, wenn du aber ganz normal sagst, ich will meine Familie versorgen. Ich will ein schönes Häuschen. Ja, was ist denn da dagegen zu sagen? Gar nichts. All das ist völlig normal. Und das möchtest du von Herzen. Und da ist dein Herzchakra auch vollkommen mit einverstanden. Also das ist kein Widerspruch, überhaupt nicht. Du kriegst auch das, was du möchtest, was du von Herzen möchtest, auch sehr schön auf die Erde gebracht. Das steht ja hier. Hier deine Manifestation ist deine Kraft. Also du tust dir relativ leicht. Ja, zielgerichtete Glaubenssätze. So, wow, das sind Erwartungen, das ist blöd. Gut. Zielgerichtete Glaubenssätze, will ich dir jetzt erstmal erklären. Zielgerichtete Glaubenssätze ist eine Grundlage eines Glaubens, eines Wissens, was wir meinen zu wissen, was genau so ist. Und da gibt es nichts zu deuteln, das ist so und darum ist auf dieser Grundlage passiert alles andere. Das ist ein zielgerichteter Glaubenssatz. Und das ist zum Beispiel, wenn ich hier über die Kerze fass und da drauf bleib, verbrenne ich mir die Finger. Das ist ein zielgerichteter Glaubenssatz. So, und jetzt gibt es zum Beispiel, und das Thema habe ich vorhin in der Legung auch schon gehabt, ein Experiment. Da ist ein Doktor, ein richtiger Doktor, also wieder eine Persönlichkeit, der sitzt vor dir und der deckt deine Hand ab und stellt dir da dazwischen eine Wand aus und legt hier, also du siehst deine Hand überhaupt nicht mehr. Und du siehst hier eine Gummihand, die jetzt mit dir verbunden ist. Also so ausschaut, als wenn es verbunden wäre. Deine Hand ist weg, die siehst du nicht mehr. Und der kitzelt dann in dieser Gummihand rum. Und nach einer Zeit spürst du das. Weil du optisch deine Hand nicht mehr siehst und es optisch so aussieht, als wenn das deine Hand wäre. Das macht unser Kopf. Du spürst dieses Kitzeln. Und wenn der jetzt diese Gummihand verbrennt, kriegst du die Brandblase auf deiner richtigen Hand. Das ist erforscht, das kannst du anschauen. Es gibt aber auch Gurus und Menschen, die fassen auf einer glühenden Herzplatte, tun die Hand weg und haben gar nichts. Auch das gibt es. Also, sind diese Glaubenssätze eigentlich grundsätzlich alle verkehrt, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir viel, viel mehr können, wie uns gesagt wird. Und ich wollte ja bloß zeigen, dass zielgerichtete Glaubenssätze, so Grundsätze, das ist so, gar nicht so sein muss. Und du hast eine gewisse Erwartung. Das heißt, in deinen zielgerichteten Glaubenssätzen ist gleichzeitig eine Erwartung drin an dich. Dass mein Leben muss so und so und so sein. Und wenn das
Diese Erwartung macht auch diese Angst. Man erwartet von einem Mann das. Man erwartet von einer Frau das. Ich muss irgendwas erfüllen. Eine Erwartungshaltung von anderen, von mir selber, von meinem Vater, von meiner Mutter, bla 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 bla. Da hast du zielgesichtete Glaubenssätze und diese Erwartungshaltung wird meistens von außen geschürt. Du möchtest irgendwas, du möchtest jetzt, was weiß ich, Sängerin werden und du bist Steinbock und sehr ehrgeizig, dann, und kannst einigermaßen gut singen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann lachen dich alle aus, wirst du eh nicht und bist ja doof und kannst du eh nicht und was weiß ich. Und du sagst, jetzt ja grad, und jetzt will ich. Dann erwartest du von dir, das alles zu geben, dass du das erfüllst. Auch eine Erwartung, ein zielgerichteter Glaubenssatz. Also alle deine Erwartungen, ob die von außen kommen, ob man die dir gelernt hat oder du dir selber gegeben hast, vollkommen wurscht. Die sind deine Glaubenssätze, die dich wahrscheinlich immer mehr behindern im Leben. Denn Erwartungshaltung behindert meistens, weil diese Erwartungen nie, weil man sich dann ein Bild von macht. Eine Erwartung macht man sich ein Bild vor. Genauso hundertprozentig muss das sein. Und das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, weil das Leben fließt. Das ist, der Nachbar lässt, was weiß ich, den Müll draußen liegen. Die Müllabfuhr nimmt ihn nicht mit. Jetzt fängt es stinken an, du hast Ratten im Haus. Erwartungshaltung, nie Ungeziefer im Hals. Ja, da kannst du gar nichts dafür. Aber trotzdem passiert das auch. Verstehst, das kannst du nicht beeinflussen oder wenig oder. Du verstehst, was ich meine. Erwartungen, Haltung ist ganz schlecht. Und das ist deine zielgerichteten Glaubenssätze, deine Erwartungen. Da solltest du dir wirklich Gedanken drüber machen, weil das ist auch das Wiederkehrende hier, was dich jetzt, was du jetzt angehen musst, sollst. Dann haben wir störende Energien. Ja, das hatten wir hier schon. Störende Energien sind schlaue Ideen. Und so schlaue Ideen ist, wie die Lampe hier zeigt, so Blitzideen, die du hier hast. Und die mit, wenn die mit dem Offiziellen nicht übereinstimmen, kriegst du ein Problem. Das heißt, du bist sehr, auf der einen Seite, sehr gut im Manifestieren, in deiner Lebensgestaltung. Bei dir fließen auch die Chakren. Auf der anderen Seite bist du sehr erdlich gebunden, sehr als Mensch gebunden, sehr an die Materie gebunden und lässt deine Eingebung, deine Intuition, deine Gaben eigentlich nicht fließen. Denn die stören immer. Weil die stören immer, wenn offiziell was anders gesagt wird. Da solltest du dir wirklich mal Gedanken drüber machen hier. So, Verstehen und Eingebungen. Ja, das ist wieder Verstehen und Eingebungen. Du hast das Glück, du hast richtig gute Eingebungen. Und hier bei deinem Erfolg, vielleicht im Beruf oder im Hobby oder sonst irgendwas, da hörst du drauf. Sobald es ums Leben und um die Familie geht, hörst du nicht mehr drauf. Also du machst da wirklich zwei Lager draus. Siehst du, hier geht es Familie, hier geht es ums Leben, die Materie, da ist das Offizielle ganz wichtig. Hier geht es um Erfolg, um Sicherheit im Leben, um deinen Weg, was hier leicht ist. Glück und schlaue Ideen ist was Leichtes. Da hörst du drauf, auf deine schlaue Ideen. Da hast du deine Eingebungen, da gehst du auch deinen Weg und da ist es gut, da ist es nicht gut. Also da solltest du dir, und ich weiß auch warum, weil du Angst hast, weil diese Angst das verhindert, dass du hier das, was du wirklich kannst, auch auf die Erde bringst in deinem Familienleben. Dann haben wir den Partner der Zeitlinie, habe ich es getauft. Was dein Partner ist, wenn du einen hast, denn diesen Einfluss kannst du dich nicht entziehen, auch nicht geistig, das geht gar nicht. Und der bringt Unordnung. Wenn du jetzt aber keinen Partner hast, dann oder ist es beides? Also, dein Partner bringt grundsätzlich Unordnung. Warum auch immer. Der geht seinen anderen Weg und der ist auch leichter wie du. Also, dein Partner nimmt das alles viel leichter wie du. Besonders, wenn es hier ums materielle, sture Leben geht. Da hast du ein Problem damit. Dein Partner geht da leichter mit um. Aber es heißt auch hier der männliche Aspekt. Deine männliche Seite, die wir hier ja schon hatten, die dir die niederen Schwingungen bringt. Und logisch ist dann deine männliche Seite komplett in Unordnung. Die will einen Weg gehen, das heißt, du kriegst Rückmeldungen, immer das machen wir, das machen wir. Du schiebst an, willst einen Weg gehen, aber du weißt nicht welchen, alles, das ist in Unordnung. Und das kommt eben daher, weil deine männliche Seite nicht reif ist.
der ist 16, deine männliche Seite, und entscheidet wie ein 16-Jähriger und nicht wie ein 40, 50, 30-jährige Frau. Die männliche Seite entscheidet als 16-Jähriger. Das weißt du aber auch nicht. Du nimmst das an, weil das auch du bist. Und das ist das, was hier Unordnung bringt. Und der 16-Jährige, der kann diesen leichten Erfolg annehmen. Ist ja ganz logisch, der glaubt ja dran. Das ist sein Weg, ich bin der König der Welt, das geht alles. Drum fällt es dir da leicht. Im Leben kommst du, da kommt wahrscheinlich die Frau mehr in den Fokus, die wahrscheinlich reifer ist, also der Aspekt von dir, und der muss sich hier kümmern. Der kann hier mit dem 16-Jährigen gar nichts anfangen. Das heißt, da musst du Stopp machen. Stopp, wir können nicht Intuition vertrauen, wir können hier nicht. Das ist offiziell, das muss stimmen, weil sonst habe ich meine Sicherheit nicht. Und darum guckt der 16-Jährige oder deine 16-Jährige Seite auch nicht dahin. Das will er überhaupt nicht sehen, weil da kommst ja du immer daher. Er will ja hier König der Welt spielen. Verstehst du? Du hast hier zwei Seiten in dir, die auf einer Seite furchtbar schön sind, weil du dann auch deiner Intuition und Glück folgen kannst, deinen schlauen Ideen hier leicht machen kannst, aber auf der anderen, und dich aber dein Leben in Unordnung bringen, logisch, weil wenn da klappt und da streitest du ein, das ist ein Ungleichgewicht. Okay, deine Grundschwingung, die ist lustig. Du bist ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Das heißt einfach, die Leidenschaft liegt in dir. Darum hast du auch die Kraft hier im Manifestieren, im Solarplexus-Chakra, denn da entsteht diese Leidenschaft. Und darum hast du auch diese Grundschwingung, da ist deine Kraft. Also du hast alles, was du tust, mit Leidenschaft. Das machst du mit dem Gefühl 16 und du machst es mit dem Gefühl 40, sag ich jetzt mal, ist ja wurscht. Du bist so ein bisschen zwiegespalten. Und das kommt einfach auf der einen Seite, weil du einen männlichen Aspekt hast, der sehr unreif ist, also nicht. Auf der anderen Seite, weil du hier so ein Sicherheitsbedürfnis hast, da nicht hinschauen willst, und aber dadurch immer wieder diese Angst kommt. Und das muss hier passen, weil sonst, das Offizielle muss passen, sonst geht das alles hier schief. Gut, reingeborenes Umfeld, und das ist jetzt wieder sehr schön, und das ist die Göttlichkeit in dir, die eigentlich hier liegt. Das heißt, dein Umfeld müsste dich im Großen und Ganzen so gelassen haben, wie du bist, mit weniger Einschränkung, zwar sehr materielles Denken, aber dich auch die Anbindung lernen lassen. Also man hat die Göttlichkeit in dir gezaubert, man hat dir gesagt, du bist mehr, du kannst mehr. Also man hat diese 16-jährige Seite in dir gefördert. Bloß irgendwann hast du das von dir aus, ja, ich weiß es nicht, aufgehört. Und darum ist deine männliche Seite auch nie erwachsen geworden. Das ist die Tun-Seite. Also dein Umfeld war eigentlich sehr gut und da liegt die Zauberin, das heißt, da liegt die Göttlichkeit in dir. Du musst in deinem Umfeld auch immer wieder die Göttlichkeit gespürt haben. Kann aber auch sein, dass sie sehr religiös war. Gell? Also das kann auch sein, dass hier eine Religiosität gelebt wurde. Was aber auch mit dem ganzen Blödsinn, was da mitkommt, aber auch die Göttlichkeit aufmacht, weil du da dich weiterentwickelst, weil das zumindest ein Thema war. Okay, dann haben wir hier die Energieerhöhung und das ist dein Hobby. Also, du kriegst immer eine Energieerhöhung, wenn du in dein Hobby gehst. Und das ist auch ganz logisch, denn diese Hobbys macht er. Da bist du frei. Da darfst du der 16-Jährige sein, der sich vertraut, der Glück hat, der gute Ideen hat, der irgendwo auch großen Erfolg hat, auf irgendeine Art und Weise, der da seinen Weg gehen darf. Da darf er gehen. Und darum kommst du da auch runter. Da darfst du dich leben, weil du bist ja beides. Du bist hier diese reife weibliche Seite. Ich spreche jetzt immer als Frau. Gell? Also du bist hier aus Frauensicht, weil ich habe halt die meisten Frauen. Die reife weibliche Seite, die sich um ihre Familie kümmern muss, wo das Umfeld und das Offizielle passen muss, weil sonst kriegst du das nicht mehr zusammen. Das ist ganz wichtig für dich. Auf der anderen Seite hast du aber aufgehört, hast du irgendwann diese Seite an dir, die hier intuitiv ist, Erfolg hat, ihren Weg geht, ihre Träume erfüllt und so weiter,
nicht erwachsen werden lassen, vielleicht auch absichtlich, unbewusst absichtlich, weil du das hier ja da nicht mehr haben kannst oder du gemeint hast, du kannst das hier nicht mehr haben, weil du hier erwachsen werden musst, also hast du dir eine kindliche Seite aufgehoben, auch möglich. Okay, und die ist halt dann als männliche Seite dargestellt, weil sie drängt, auch möglich. Also es ist alles möglich, das musst du so umdeutschen, wie es für dich ist. So, jetzt kommen wir zu deinem Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein, ja, Erwartung von Krankheit, siehst du? Das ist das, was ich sagte, diese Erwartungen und Haltungen sind nicht gut, weil sich das nie erfüllen kann, so wie du jetzt meinst. Weil da zu viele Faktoren sind. Erwartungshaltungen sind nie gut. Da solltest du dir wirklich Gedanken darüber machen, denn diese Erwartungshaltung, die deine Glaubenssätze sind, die du praktisch zielgerichtet hast, bringen dich immer wieder in Bedrängnis. Und vor allem kommt hier da auch das Unbewusste mit rein, was hier auch wiederum eine Krankheit sagt. Also Krankheit mit Geld, Krankheit im Hobby, Krankheit in Erwartung, Krankheit in Ideen, die auch immer wieder reinfunkt in deinem schönen Wissen und in deinem offiziellen Wissen, was du brauchst. Also da funkt es immer wieder rein, weil du die Erwartungshaltung ja nie erfüllen kannst. Und wenn du praktisch immer wieder Erwartungen hast und die nie wirklich so erfüllt werden, sagt irgendwann das Unterbewusstsein, das ist ja sowieso Blödsinn, das kommt ja eh nicht. Und dann ist das immer negativ besetzt, weil das Unterbewusstsein sagt, das kommt nicht, das kommt nicht, das kommt nicht. Also macht das Unterbewusstsein auch diese Erwartungshaltung jetzt schon unbewusst immer wieder madig. Also das kann nicht kommen. So, jetzt kommen wir zum Kommunikation zum Halschakra, was ja hier liegt, im gesprochenen Fühlen. Und wo ich da schon gesagt habe, das wird überlagert. Und da liegt die Gefahr drin. Da liegt wirklich die Gefahr drin, dass du das noch mehr überlagern lässt durch Angst. Dann es wird alles verzerrt, was du dann hörst. Auch deine Eingebungen werden verzerrt. Weil die Übersetzung nicht mehr stimmt, habe ich da vorhin erklärt. Gut, in sich ruhen, was wir ja hier schon haben, was fließt, ja, das würde dann im Verlust gehen. Also jetzt am Anfang fließt es noch und wenn du das nicht löst und die Gefahr immer größer wird, wirst du nicht mehr in dich ruhen. Das geht in Verlust, weil dann nichts mehr passt, weil deine Erwartungen immer weniger erfüllt werden. Und. Also, da hast du was zu tun. Die letzte Karte ist deine Berufung und das ist Freude und gleichzeitig auch Kinder, was wieder sagt, ja, das ist deine Berufung. Deine Berufung ist, Freude zu geben und Freude zu leben, die du aber nicht zulassen kannst, wenn es nicht passt. Das ist alles so eine Sache. Und bei dir ist hier, jetzt war der Akku aus. Also, du läufst hier wirklich Gefahr, deine Freude zu verlieren. Und darum musst du da jetzt hinschauen. Und da kannst du auch, Gott sei Dank, in dem Fall nicht vorbei. Dass du das jetzt tun musst, weil du sonst einen körperlichen Ausdruck hast, den du jetzt noch nicht weißt und auch gar nicht, glaubst, nicht willst. Also, bei dir liegt grundsätzlich eigentlich der Haupt... Das Hauptproblem ist jetzt erstmal dein Halschakra. Das musst du unbedingt beachten und schau das so an. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, dieses Halschakra wieder in online zu bringen durch Gespräche. Hier heißt es, hier bringen den Halschakra durch Gespräche online. Siehst du, da ist die Lösung eh schon drin. Und dann kommt die Gesundheit in Halschakra und dann kommt das wiederkehrende Glück und die Freude. Jetzt ist es in Gefahr. Das ist jetzt noch nicht schlimm, es ist in Gefahr und es verzehrt nur. Aber du musst Halschakra und du musst deinen Blindfleck anschauen. Dein absolutes Sicherheitsdenken, was aber so weit geht, dass du sagst, wenn das offiziellen Personen, also das offizielle Leben, wenn das nicht mehr stimmt, dann kriege ich auch ein Problem. Denn da liegt die Klarheit drin. Bei dir muss offiziell etwas erzählt werden, dass du sagst, okay, das ist so. Und wenn das nicht so ist, dann kommt die Angst sofort. Also das ist hier auch eine, ja, irgendwie eine Verleumdungstaktik. Irgendwie.
nicht hinschauen wollen, ja, dass es nicht hinschauen wollen. Und da fängst du jetzt eh an. Dein Wurzelchakra regt dich zum Nachdenken an. Und hier ist wirklich auch Verbindung angesagt. Wurzelchakra, Halschakra, alle Chakren durch müssen verbunden werden. Die sind eh schon toll verbunden. Aber bei manchen hakt es. Und darum musst du da wirklich hinschauen. Oder solltest du musst gar nichts hinschauen. Dann kannst du dich um deine 16-jährige Seite kümmern, die dir komischerweise in der niederen Schwingung liegt. Das heißt, also wenn du jetzt hier diesen 16-jährige Seite, diese Ausgelassenheit, die hier liegt, lebst, fühlst du dich nicht wohl, dann sagst du, mein Gott, kann man sich dann so aufführen oder so. Da fühlst du dich nicht wohl, weil du nicht mehr erwachsen bist. Und das kommt auch von den Erwartungshaltungen, auch von, du bist jetzt Familienmensch, du hast Verantwortung, du darfst jetzt nicht mehr. Auch das ist eine Diskrepanz, weil das liegt ja auf niedere Schwingung. Deine Schwingungserhöhung liegt in dein Hobby. Und da kommt aber der wieder. Und darum hast du da ein, also in deinem Hobby kommt wieder das Jugendliche in dir vorbei, heraus, was du aber im Grunde willst, aber irgendwie nicht darfst, dir nicht zulässt, weil du ja erwachsen bist und weil du ja wie viel Verantwortung hast und. Und diese Erwartungen musst du ja erfüllen und keine Ahnung, wo diese Erwartungen herkommen. Da musst du mal gucken, also die kommen aus der Kindheit, aus der Arbeitswelt, von dir selber und hat auch mit Materie viel zu tun. Also du bist sehr verwurzelt in der Materie Erde, das ist nichts Verkehrtes, aber du hättest auch ganz viele Anlagen hier wirklich viel geistig zu machen. Und das Schöne ist ja, wenn du es geistig machst, kommt es dann automatisch auf die Materie. Du hast viel weniger Arbeit. Aber das musst du selber lösen. Vorbei kommst jetzt nicht. Das alles, was wiederkehrt, musst du jetzt bearbeiten. Und du hast gesehen, wo du hinschauen darfst. Und ich habe ja vorher nicht gesehen hier, in dein Tun liegt deine Solarplexus-Chakra. Das ist nämlich die Karte des Solarplexus-Chakra. Das heißt, du hast unwahrscheinliche Kraft in dem, was du tust. Ob das jetzt spirituell ist oder auf der Welt ist, es ist wurscht. Du hast unwahrscheinliche Kraft, die du siehst, die wiederkehrt, mit der du... Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben
ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.